Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Blazeback 2 Challenge Mode Nuzlocke Challenge zur späten Stunde. Ja, es tut mir nämlich ein bisschen leid, die Folge kommt ein bisschen später. Das liegt daran, dass ich heute den ganzen Tag weg war und ich jetzt vorhin halt ein Pokémon trainiert habe noch schnell und das auch irgendwie so, keine Ahnung, 25 Minuten bis eine halbe Stunde irgendwie in Anspruch genommen hat. Es war mehr. Ich habe dazwischen ja noch eine Pause gehabt, weil ich habe nach dem letzten Part ja auch noch ein bisschen trainiert. Egal, ist ja nicht schlimm. Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder da und wie ich das ja gerade gesagt habe, ich habe ein Pokémon trainiert und zwar welches geringeres als Patrick oder Patrick. Ich weiß gerade nicht, ob das Wombat jetzt aus England oder Amerika oder Deutschland oder so kommt. Egal, ich nenne es einfach Patrick. Patrick hier auf Level 62, Psycho-Flugtyp natürlich, Psychokinese hat es als Angriff, Air-Slash, natürlich den guten alten Ladestrahl, ist ja ganz klar, und Calm Mind. Und ich bin der Meinung, dass das sogar ein ziemlich geiles Moveset ist, Calm Mind Spam die ganze Zeit und dann, also jetzt beim Arena-Leiter zum Beispiel, Calm Mind die ganze Zeit Spam, dann Charge-Beam rausholen, was halt sehr effektiv ist und sogar noch mehr mein Spezialangriff steigern kann. Das ist schon ziemlich cool, also muss man einfach sagen. Die Stats finde ich jetzt auch nicht schlecht, also wirklich dafür, dass Speed Minus ist, ist Speed ganz schön hoch. Aber der Spezialangriff ist natürlich auch ziemlich geil. Der Defensive-Wert ist natürlich ein bisschen kacke. HP gehen auch soweit in Ordnung. Ich nehme mal hier das Item, Lucky Egg, und ich schau mal, was ich dem überhaupt jetzt geben kann. Das ist jetzt halt die Frage. Was geben wir so einem Pokémon denn jetzt? Toxic Orb vielleicht nicht ganz. Der kann mir ein bisschen später, hätte ich Skogro geben können. Skogro. Life Orb ist vielleicht ein bisschen zu krass. Boah, ist eine gute Frage. Was geben wir denn? Ja, White Lance wäre sogar eine Möglichkeit, weil halt Ladestrahl und also Luftschnitt nicht immer treffen. Metronom, ne. Rocky Helmet wäre halt immer eine Idee, weil, ne, physischen Damage, aber ich denke mal, die meisten Wasser-Pokémon von ihm werden keine physischen Attacken einsetzen. Gehe ich sehr stark von aus, zumindest. Grip Claw, Blast, Stick. Boah, was kann man so einem Pokémon denn geben? Jetzt ehrlich, was kann man denen denn geben? Charcoal, nee. Twisted Spoon wäre auch eine Möglichkeit. Für Psychokinese. Ich kann es Magnet geben. Dann macht halt Ladestrahl mehr Schaden. So würde das zum Beispiel bei der Arena würde das halt ziemlich weiterhelfen. Das wäre eine Möglichkeit. Was haben wir denn hier noch so alles? Ja, die ganzen Balls. Silk, Scarf, nee. Scope Lens. Wäre eigentlich ganz lustig, aber nee. Lucky. Ja, komm. Ich geb den einfach Magnet. Dann macht halt in der Arena das, ja, kann mein Patrick in der Arena so ein bisschen mehr reinballern, versteht ihr? So ein bisschen mehr reindonnern. Und Lucy ist mir aufgefallen beim Training oder... Ja, eigentlich sollte mir das sofort auffallen. Lucy werde ich überhaupt nicht benutzen können. Also wirklich nada, niente. Die einzigen Pokémon, die ich benutzen kann, sind halt die hier, ne? Und ich denke mal, von den ganzen sind Patrick und One-Up eigentlich die besten. Und Zelda ist ein Level über ein Level-Cap. Ja. Dazu sei gesagt, Ich habe nie gesagt, dass ich mit einer Level Cap Claws spiele. Gibt es sowas überhaupt? Keine Ahnung. Nein, und selbst wenn, wie gesagt, es tut mir wirklich leid, dass ein Pokémon mal aus der Reihe tanzt oder alle Pokémon, wie es beim letzten Arena-Letterkampf war, aus der Reihe tanzen, dann über Level Cap stehen. Aber das Problem ist halt einfach, ich mache nichts anderes. Ja, ich benutze die Pokémon hier, die fünf Pokémon hier, von One-Up bis Lucy, die benutze ich alle normal in-game, im Playthrough. Und Zelda, okay, habe ich mit Level 65 gefangen. Das ist natürlich klar, dass es dann ein bisschen schneller aus Level Cap fällt. Nur, wenn ich manchmal Zelda halt brauche, dann nutze ich auch Zelda. In Situationen, wo ich keinen anderen halt einsetzen kann. Und dann muss ich halt, oder dann müsst ihr auch damit leben, dass dann mal ein Pokémon über die Level Cap schwebt. Weil die Level Cap sitzt bei Level 66. Ich habe fälschlicherweise im letzten Part 68 gesagt, aber ich war mir ja nicht sicher. Ich habe gesagt gehabt, ich glaube, das war 68, was Andi geschrieben hat. Was aber nicht richtig war, es war halt 66. Nicht 68, aber egal. Ich würde dann einfach mal sagen, es war heute im heutigen Part so ein bisschen, also hier habe ich schon mit allen geredet, so ein bisschen mich um die Stadt hier kümmere, ja, und dann, ich weiß nicht, ob ich dann in irgendeiner Art und Weise heute die Arena anpeile, ich habe keine Ahnung, ob ich das heute mache. Es gefällt mir schon mal gar nicht, dass Robin da steht. Es ist mir nicht geheuer, da ist ein Pokéball, ich möchte es einsammeln. Ich gehe hier rein, in diesen komischen, war das nicht so ein Unterwassermuseum oder so? Oh, ich kann mich daran erinnern. Was ist das denn hier? Hier liegt doch irgendwas auf dem Boden. Hä? Was ist das denn hier? Guck's mir aus. Hallo? Egal. Was ich euch in der heutigen, im heutigen Part erzählen wollte, oh, Fassade, oder besser gesagt erzählen, fragen wollte, ist nämlich die Frage des Tages, und zwar, was ist das Spiel, das Videospiel, wo ihr die meiste Spielzeit drin hattet?
Also, ja, welche, wo ihr die höchste Spielzeit halt hattet. Es ist bei mir ein bisschen schwer. Hier kann man keine Pokémon fangen, oder? Kann man hier gegen welche kämpfen zufällig? Boah, die Musik ist ja mal richtig episch! bei mir ist es ein bisschen schwer. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Steam gucke, ist es bei mir CSGO. Da müsste ich jetzt, warte mal, da müsste ich jetzt nachschauen, wie viele Spielstunden ich in Counter-Strike habe. Aber über 750 sind schon. Ich weiß jetzt gerade nicht die genaue Zahl. Also über 750 Spielstunden habe ich schon in dem Spiel gesammelt. Und sonst würde ich so sagen, ja, keine Ahnung, ich hatte schon... Boah. Pokémon Kristall habe ich bestimmt insgesamt auch schon über 300 Spielstunden, glaube ich. Wie gesagt, es war das Spiel, was ich am meisten gesuchtet habe. Da fällt mir auch eine kleine Anekdote ein. Und zwar Aldin, mein Bro halt, der auch damals meinen YouTube-Kanal hier mitgeführt hat. Der hatte nämlich im Pokémon Platin damals über 1000 Spielstunden oder so in Pokémon Platin. Ist kein Scheiß, auf der DS-Karte. Speicherstand Pokémon Platin. Über 1000 Stunden hat er da drin versessen in Pokémon Platin. Das war halt echt krass. Er hat versucht halt wirklich alle Pokémon zu fangen und er hat so Studien auch geführt. Das, oh, da kann ich euch ganz viel erzählen, wenn ich mit Aldi nochmal ein bisschen drüber quatsche. Der hat da wirklich schon richtige Studien geführt, weshalb er dann, ach genau, eine Studie war zum Beispiel, okay, dafür hat er dann natürlich gecheatet, aber und zwar, wie viele Pokébälle es im Durchschnitt braucht, um Arceus zu fangen. Also er hat wirklich sich in Arceus gecheatet, ist dann da reingerast, hatte Millionen von Pokebällen und hat dann einfach nur Pokebälle auf Arceus geworfen, hat das irgendwie, keine Ahnung, 50 Mal praktiziert oder so und hat dann einfach den Durchschnitt daraus berechnet. Er hat wirklich Studien geführt, was ziemlich krass war. Okay, ich gucke ganz schnell, CSGO habe ich 784 Spielstunden, also auf Steam ist es das, was ich am meisten gespielt habe, ich würde sogar sagen auf PC of all time sogar. Danach würde wahrscheinlich so Flatout kommen, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Also Flatout 2, wenn ich das ultra gesuchtet habe, also PC jetzt. Auf der PlayStation ist es bei mir, denke ich mal, Modern Warfare 2, nee, Black Ops 2. Bei Black Ops 2 habe ich nämlich eine Spielzeit von, ich glaube, 1,5 Wochen. Und das ist, glaube ich, das meiste, was ich in der PlayStation gespielt habe. Von allen. Und danach kommt, glaube ich, MW2 auf der PlayStation. Da habe ich bestimmt auch eine Woche fertig oder so. Na gut, dann wollen wir mal hier. Bitte nicht. Okay. Nochmal Glück gehabt. Ich dachte, der wollte jetzt hier irgendwie, keine Ahnung. Ey, bevor du in der Arena-Leiter klatschen willst. Alter, ich bin auch noch da, Junge. Wie wär's? Hier habe ich mir ja schon Pokémon gefangen in der. Ach Mann. Ach Mann. Willst du nicht mit mir reden? Komm, Fräulein, willst du nicht mit mir reden? Fräulein, hallo. Alles klar, sie ist anscheinend eine Meerjungfrau. Also zumindest denkt sie das, dass sie eine ist. Was? Memory Training, Alter? Was wollt ihr alle von mir? Ich hab keine Ahnung. Die drehen mir alle irgendwelche komischen Sachen an, mit denen ich nichts anfangen kann. Ach, da komme ich nicht rein, ey. Ich versuche hier in ein Haus reinzugehen ohne Tür. Ein Haus ohne Türen, ja? Willkommen zu Pokémon. Was? If you have one, trap my ex... Oh, Mann, das hätte ich gerne gemacht, ey. Ehrlich, das hätte ich fliegen gerne gemacht vor der Arena. Das hätte so... Ach, Mann. Egal. Ein Haus ohne Türen, ja, das müsst ihr euch... Das ist Pokémon. Willkommen zu Pokémon. Dort, wo manche Häuser einfach keine Türen haben. Und das war damals noch ein bisschen krasser, wenn man zum Beispiel sich überlegt, so Pokémon Rot oder so, Prismania City. Hä? Ach, cool, Alter, ich dachte gerade hier... Geht Netz hier ab. Naja, Marlon, Alter. Marlon ist mit einer der komischsten Pokémon-Arena-Leiter, die ich überhaupt kenne, glaube ich. Es gibt irgendwie so wenig... Was? Was? Egal, er gibt so wenig zur Story richtig bei und er kam so aus dem Nichts, muss ich irgendwie sagen. Ach, keine Ahnung, er wirkt irgendwie komisch. Oh, Giga Drain, natürlich krass, ich habe nur drei dieser Shards, ich könnte Bind oder Snore. Aber das Problem ist, naja, keins davon brauche ich unbedingt, ne? Vor allem Bind nicht. Snore wohl schon eher, wenn ich da irgendwie Tailwind, alles klar. Kannst du mir das vielleicht geben als DM? Snore zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Pokémon mit Erholung spiele oder so, wisst ihr, Weilord-mäßig oder so, aber ja, das ist halt, nee, brauche ich nicht unbedingt, ehrlich, brauche ich echt nicht. Das ist relativ unnötig.
So, ja, Stunfisk, ey. Ich bleibe dabei. Stunfisk ist für mich das Schlimmste, also wirklich das ekelhafteste Pokémon. Ich hasse das wirklich. Also ich bin ja wirklich ein Fanatiker von jedem einzelnen Pokémon irgendwie. Ich habe ja kein richtiges Hass-Pokémon, außer Wakfili. Oh Mann, ey. Andi müsste sich jetzt wahrscheinlich, müsste jetzt sofort denken, ja, natürlich, ich erinnere mich natürlich an die Pokémon-Folge, Pokémon Platy-Platy mit Wili. Eieiei, das war echt noch was. Alter, leck mich am Arsch. Oder Nickel auch. Aber ich weiß nicht, ob Nickel überhaupt noch meine Videos schaut. Das ist total komisch. So Nickel, der hat sich irgendwie, ich weiß nicht, der ist immer inaktiver bei mir auf dem Kanal geworden. Ist mir aufgefallen. Oder ich habe einfach noch nichts von Nickel mehr gehört. Also, ja, das war eine sehr coole Zeit mit dir, Nickel. Ne, der müsste sich, denke ich, auch nochmal dran erinnern können oder müssen an Wili. Und halt, naja, Stunfisk, also Flunschlick. Das ist wirklich, ich finde, ich habe mich darüber schon ultra lang ausgekotzt. Ich finde es halt einfach designtechnisch und Pokémon-mäßig finde ich es einfach schrecklich. Es ist wirklich, ach, keine Ahnung, ey, unglaublich schlimm. Would you walk with my, was? 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 Ich wollte auch gar nicht rausgehen eigentlich, weil du hast mir gerade gesagt, dass ich hier rausgehen soll. WTF? Was ist das denn? Wie jetzt? Was ist das denn? Wie geil! You have the Outer City to check the trash can in my house. It's not good for the education of my Mianfu. Wie göttlich ist das? Bringt mir das überhaupt irgendwas, wenn ich hier so herumlatsche wie so ein Irrer? Hat das irgendeinen Sinn? Oder ist das jetzt eher irgendwie so von wegen lustiger Part des Spiels? Was, wenn ich zum Bett laufe? Hey, you! Fernsehen gucke. Natürlich will sie das nicht. What are you doing? In front of my very eyes! You disrupt Mianfu's walk! On top of that, you got engrossed in watching TV. What nerve! Stop taking a break and walk by Mianfu. Weißt du was, Alter? Kannst du dir... Hä? Was soll ich tun? Wie lange soll ich denn laufen? Was hat sie mit ihrem Unsatisfied, Alter? Als ob das Mianfu jetzt gerade unbefriedigt ist von diesem Lauf. Gib mir das scheiß Pokémon und ich verpiss mich. Hat das wirklich irgendeinen Nutzen? Ich habe so das Gefühl, dass es mal so langsam... Nun, okay. Looks very tough now, thank you very much. I give you this, a token. Eine Perle? Eine Perle? Nee, Arschlecken werde ich dein Mianfu nochmal durch die Gegend latschen, chauffrieren, ey. Ich meine, damit kann man... Es ist wie so eine Geldmaschine, falls du uns jedes Mal wieder eine Perle gibst. Aber was zur Hölle, ey? Wucher hat Geld wie sonst kein Dritter, weißt du, aber... Aber ist sich zu schade, da irgendwie was Dickeres rauszuglötschern lassen, ey. Unglaublich. Die Menschheit von heute. Da sagt mir mal einer, die ältere Generation ist liebenswert. Ja? Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen... Okay, wir bewegen uns jetzt mal... Hab ich schon mit dem... Ja, hab ich schon. Ich bewege mich jetzt mal, denke ich mal, in Richtung Arena. Hallo, du. Achso, okay, alles klar. Ich möchte also, dass wir danach dann losziehen werden. Ach komm, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es mal ein bisschen in der Arena. Da ist immer noch ein Pokéball. Wir versuchen uns noch nicht in der Arena. Ich werde mir jetzt diesen Pokéball hierher holen. Eieieiei, ey. Das ist mal wieder, also ich müsste eigentlich alle meine Videos kennzeichnen für Achtung, kein Progress. Also zumindest, wenn kein Progress gemacht wird, müsste ich meine Videos dazu mal markieren oder so. Dann schauen sich die Leute an mit voller Hoffnung, dass da etwas passiert im Part und schauen sich den Part an und denken sich nur so, ey Alter, der hat jetzt den Part gestartet und dann sitzt immer noch ein Aventurier. Oh Mann, ey. Das ist unglaublich. Egal, ich schau mal jetzt, wie gesagt, nochmal ganz schnell in der Arena vorbei. Mal schauen, wie man sich da so schlägt, welche Level vielleicht die Pokémon von den Dudes da haben.
So, gibt's nochmal Fresh Water hier. Passt ja perfekt. Ha! Ist ja nicht so, als könnte ich mir einfach Wasser hier raus infiltrieren aus der Arena. Nun, es gab eine ganz kleine Unterbrechung. Also ist ja nicht so, als könnte ich mir hier Wasser raus infiltrieren aus der Arena oder so. Er gibt uns wenigstens mehr Stück, oder? Oder wie jetzt? Here's another thing of that. Hatte doch gerade irgendwie... Ach, Mann, ey. Ach, das war die Arena mit diesen komischen Plättchen. Ach, I remember. Ja, Lecco mio, ey. Wollen wir mal schauen, was wir da so machen können. Astrainer, gefällt mir schon gar nicht, ey. How do you like riding on leaves? Na, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ganz ehrlich. Was für eine Antwort erwartest du jetzt von mir? So, Astrainer, let's go. Doyle. Mhm. Okay, genau das richtige Pokémon, um meinen Patrick so richtig auf den Sack zu gehen. Weil das Teil höchstwahrscheinlich irgendwie sowas wie Ladungsstoß oder so drauf hat. Also, one up, let's go. Da will ich Patrick mal einsetzen, dann wird man das irgendwie weggenommen mit dem einzigen Pokémon, der Patrick irgendwie weg... Okay, ist nicht einzige Pokémon, aber trotzdem. So, ja. Komm, einfach just for the lulz. Nein! Du kleiner Mieser. Davor habe ich halt Angst, weil die meisten... Fullbarer? Weil die meisten Wasser-Pokémon können halt auch Eisattacken erlernen und die haben halt öfter auch mal TM-Moves. Deswegen ist das ein bisschen gefährlich, aber naja, egal. Danke. Ich habe auch mal getroffen. Und wisst ihr was? Ich bin jetzt dieser kleine arschige Arschloch, ey. Das ist natürlich auch super. Der jetzt einfach mal Protect einsetzen wird. Wie fühlt sich das so an, Landtouren? Zack. Ha. Was willst du tun? Ah, ich hätte auch paralysiert werden können, ne? Fällt mir gerade ein. Also es war schon risky, was ich getan habe. Macht Ice Beam eigentlich... Wie viel Schaden macht Ice Beam nochmal? Nee, das sollte mich nicht gehauen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich wollte schon sagen, für einen kurzen Moment dachte ich gerade, der crittet mich. Abermals. Das wäre es ja echt noch gewesen, ey. Das wäre echt das i-Tüpfelchen gewesen zu dieser Misere hier. So, und das Landtun ist besiegt. Toxic rein. Und jetzt Protect. Let's go. Ja. Ist eine ziemlich bitchige Möglichkeit, den Gegner hier auszustallen. Aber ganz ehrlich, die Gegner hier haben es nicht anders verdient. So wie die manchmal hier gegen mich reiten. Das macht keinen Spaß. Kabutops. Was könnte das Teil denn gegen mich machen können? Lass mich mal kurz ein paar Fakten aufzählen. Was könnte das Teil denn bitte? Ich bleib drin. Ich heile einfach meinen One-Up. Fertig ist. Weil es ist halt ein Gesteins-Pokémon, deswegen will ich halt natürlich Patrick nie einsetzen. Habe ich zufällig Full Restore? Weiß nicht. Also ich bekomme das, ich kann das ja safe noch kaufen, ne? Full Restore, also von daher kann ich das immer ruhig. Ich kann es halt safe noch kaufen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal. So, was kannst du gegen mich? Nein! 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 Oh Gott! Oh Gott! Es hat kein Sturdy. Holy shit, Alter. Uiuiuiui, da war echt kurz Mayday bei mir angesagt. 65, ich muss langsam aufbauen. Ich sollte echt jetzt wirklich wechseln, so langsam. Ach, das kann Eisattacken. Was soll ich tun? Was willst du tun? Ich kann nichts machen. Ach komm, wollen wir es ausprobieren? Ich meine, selbst wenn es eine Eisattacke kann, es müsste Patrick eigentlich überleben. Vor allem, weil Patrick hoffentlich schneller ist und dann Gedankengut einsetzen kann. Okay, ist es wirklich schneller? Komm schon. Wehe, wehe, wehe. Agility, ja, meinetwegen, ganz ehrlich. Das ist mir jetzt eigentlich sogar wurscht, ob du das jetzt einsetzt. Ah! Egal, Gedankengut, komm. Okay. Oh, das geht eigentlich sogar. Das heißt, ich kann nochmal Gedankengut so gesehen nochmal einsetzen. Ganz ehrlich, wenn er nochmal Surfer einsetzt, was er sogar wirklich tut, dann, naja, gut, ne? Sehr schön. Kann ich jetzt gleich mal mit Ladestrahl reinballern, richtig reinfetzen und den vielleicht auseinanderstückeln. Das gegnerische Empoleon hier. So, trotzdem, nichtsdestotrotz will ich natürlich heilen. So macht das jetzt keinen Sinn. Stell dich mal vor, der crittet, ja. Da haben wir natürlich ein Problem, wenn ich jetzt nicht geheilt hätte. Der wieder Surfer ein, der ist sehr gnädig. Ich dachte, der kommt mit physischen Angriffen, aber irgendwie, nope. Ja, Ladestrahl, ne? Let's go. Charge Beam.
Natürlich, ja, nach Agility bist du schneller, das weiß ich wohl, Empoleon. Aber du musst mich jetzt hier nicht, irgendwie stoppen oder aufhalten. Wow, das war kein Crit, Alter, wie viel Schaden macht denn das bitte? Holy Mother of God. Ich hab Psychokinese einsetzen sollen. Okay, nee, es trifft, gut. Weil, ne, wegen der Chance, dass es halt nicht trifft, der Angriff Luftschnitt, deswegen wäre das irgendwie cooler gewesen. Ich weiß nicht, ob das cooler gewesen wäre, aber das hätte einfach, keine Ahnung, das hätte mich irgendwie geschützt. Ach, keine Ahnung, was ich hier laber, ist doch in Ordnung. Ich habe den Kampf gewonnen, das ist das, was zählt. Alles, was zählt bei RTL um 19.45 Uhr oder so. Keine Ahnung, ey. So, ab 19.45 Uhr, wir haben es gerade 19.42 Uhr hier gerade in Real Life. Das ist natürlich auch eine sehr coole Transition. Und wisst ihr, was die nächste Transition ist? Das heißt nämlich für mich, dass ich den Party beenden muss, weil ich natürlich alles, was hier gucken muss. Alter, nein, was laber ich? Ohne Witz, ey. Was ist hier los, ey? Ich muss gleich Fußball gucken, das wollte ich natürlich sagen. Und ich hoffe, euch hat dieser Party gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss, Kowski und bye, bye.